Geschenk Nummer 1, eine Stirnlampe. Damit sieht man zwar ein bisschen bescheuert aus, aber es ist ein echt gutes Geschenk für Astronomie, Astrofotografie, für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Wanderungen in der Nacht, auch beim Camping ziemlich nützlich und beim Basteln zu Hause. Wenn ihr sowas kauft, dann müsst ihr auf ein paar Dinge achten, nämlich erstens, dass ihr Rotlicht habt, dieses Rotlicht umschalten könnt auf weißes Licht. Jetzt weißes Licht, dass sich das dimmen lässt oder die Helligkeit einstellen lässt. Und ebenfalls nützlich, wenn es batterie- und akkubetreibbar ist. Diese Lampe hier hat einen Akku drin, den man dann separat laden kann oder alternativ kann man es auch mit drei normalen Batterien betreiben. Und warum braucht ihr Weiß und Rot? Nun, Weiß ist immer gut, vor allem wenn es richtig hell ist, könnt ihr für allerlei brauchen im Haushalt. Aber in der Astrofotografie, Astronomie ist es nützlich beim Aufbauen, wenn man richtig was sehen will. Nachher schaltet man um auf Rot. Das hat den Vorteil, dass sich die Augen nicht wieder umgewöhnen müssen und man verliert die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen, nicht. Und was kaufen wir jetzt? Nun, ich habe mir zunächst dieses Ding hier gekauft, eine günstige Lampe. Aber ihr wisst vielleicht, wer billig kauft, kauft oft zweimal. In meinem Fall habe ich dann sogar dreimal gekauft. Gekauft habe ich diese zwei Geräte der Firma Petzl. Eine Ticker heißt die, glaube ich, und eine Petzl Aktik. Und beides hat Akkubetrieb und dieser Akku nennt sich Core. Der steckt dann, jetzt kommt er endlich raus, der steckt dann hier drin. Beide Lampen sind so um die 50 Euro, wenn man es mit Akku kauft. Ich frage mich hin und wieder, weshalb sich so viele Leute für Astronomie und Astrofotografie interessieren. Vielleicht liegt es einfach daran, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich dem Thema zu nähern. Ihr könnt ja nur lesen und theoretisch machen, ihr könnt rausgehen, den Himmel beobachten, ihr könnt eine Kamera nehmen oder ihr könnt ein Teleskop kaufen. Teleskop kann dann schnell mal wirklich kompliziert werden und auch frustrierend werden. Und hier sind wir beim zweiten Geschenk, nämlich einem Buch. Das ist das Buch von Katja Seidel, Astrofotografie, spektakuläre Bilder ohne Spezialausrüstung. Was meint sie damit? Spezialausrüstung ist halt Teleskop, ohne ist Kamera, Objektiv, Stativ. Und das ist genau, worum es in diesem Buch geht. Das Buch gibt es als Buch gedruckt, sehr schön, um es zu verschenken. Es gibt es auch als PDF. Was steckt im Buch drin? Es deckt so ziemlich alles ab, was Nacht- und Astrofotografie angeht. Unheimlich viele Praxistipps, extrem gute Fotos, richtig gut gemacht, die ganze Planung, was tut man dann vor Ort und was ist das ganze Post-Processing, das man macht. Da ist praktisch für jeden was dabei. Alleine die Fotos sind ein Geschenk wert. Mich hat das inspiriert, genau das zu tun, was die Frau Seidel tut, wenn sie rausgeht mit ihrem Camper, nämlich einfach Kamera, Objektiv, Stativ und fotografieren und die ganze Komplexität vom Teleskop zurücklassen. In Katja Seidels Buch dreht sich vieles um Weitwinkelfotografie und damit sind wir bei Geschenk Nummer 3, ein lichtstarkes Weitwinkelobjektiv. Weshalb soll das lichtstark sein? Nun, das Problem ist, dass sich die Erde ja dreht und das heißt, wenn ich lange belichte, und das muss ich in der Nacht, dann verschmieren irgendwann die Sterne. Praktischerweise heißt das, dass selbst wenn ich die ISO-Zahl hochdrehe, kann ich nur im Sekundenbereich belichten und das geht wirklich nur mit lichtstarken Objektiven. Was habe ich hier zur Auswahl? Ich habe diese zwei, die ich üblicherweise benutze. Normales Objektiv ist 24 mm, Blende 1,8. Da habe ich hier das Nikon, was das tut. Das gibt mir einen Blickwinkel von 74 Grad. Will ich ein bisschen extremer gehen, dann habe ich das hier. Das ist ein Samyang mit 104 Grad Blickwinkel. Das sind 14 mm, 2,8 Objektiv. Ist also nicht so lichtstark wie das Nikon, braucht es auch nicht, weil das Gesichtsfeld ist eben breiter, das heißt, ich kann auch etwa doppelt so lange belichten. Um zu verstehen, wie das genau geht, habe ich euch ein extra Video gemacht über wie man die Milchstraße fotografiert. Dort seht ihr das Schritt für Schritt von der Planung über die Aufnahme und die Nachbearbeitung, wie man zum Himmel- oder Milchstraßenbild kommt.
Und was kosten diese Wunderwerke der Optik? Nun, das Nikon ist so um die 800 Euro. Ähnliche Modelle gibt es von Sony und von Canon. Das Samyang ist etwas günstiger. Das gibt es für 350 Euro. Das gibt es mit verschiedenen Anschlüssen für alle möglichen Marken. Das ist jetzt alles nicht ganz kostenlos. Das kriegt ihr wahrscheinlich von Onkel Dagobert nicht geschenkt. Ist aber ein super Geschenk, um sich selbst zu beschenken zu Weihnachten. Ich gebe es ja zu, das war ein eher teures Geschenk, das geht auch günstiger, nämlich damit, Geschenk Nummer 4, ein Teleskop-Bausatz. Worum geht's hier? Das ist vom Astromedia ein Papp-Bausatz, historisches Teleskop, Galileo-Teleskop. Dazu gibt's einen ähnlichen Bausatz, das Newton-Spiegel-Teleskop. In beiden Fällen ist das Pappe mit Linsen oder in dem Fall mit einem Spiegel. Wie das genau geht, wie man das bastelt, das haben wir zu Hause ausprobiert. Ich habe einen Blog-Eintrag darüber gemacht, könnt ihr euch anschauen. Besonders geeignet als Geschenk für Kinder und Teenager, kann man dann zusammen bauen. Braucht ein bisschen Geduld allerdings, dafür ist es günstig. Das Galileo-Fernrohr etwa 20 Euro und das Spiegelteleskop etwa 30 Euro. Damit das mit der Astrofotografie ohne Teleskop auch klappt, braucht ihr natürlich ein Stativ. Falls ihr keins habt, wisst ihr, was Geschenk Nummer 5 ist, nämlich ein anständiges Stativ. Falls ihr ein nicht so gutes Stativ habt, könnt ihr euch ein neues wünschen oder euch selbst beschenken. Hier lohnt es sich, ein bisschen Geld auszugeben. Was ihr haben wollt, ist etwas wie das hier, was einigermaßen portabel ist, aber gleichzeitig stabil. Ich habe hier das Manfrotto 190. Das gibt es in verschiedensten Varianten. Ich habe das dreiteilige in Carbon. Das ist die Luxusvariante. Und obendrauf, das ist ein separates Teil, habe ich einen Getriebeneiger. Ein Getriebeneiger ist was, was viele Leute gar nicht kennen, ist aber in der Astrofotografie Gold wert, denn da kann man Kamera drauf und jede der drei Achsen separat und sehr kontrolliert verstellen. Was kostet dieses Wunder aus Carbon? Nun, das Stativ selbst ist etwa 350 Euro, der Getriebeneiger nochmal 170 Euro. Was es genau ist, verlinke ich euch. Also, mit Weitwinkelobjektiven haben wir gesehen, können wir Fotos machen, Astrofotos machen, ohne dass wir die Erddrehung kompensieren müssen. Trotzdem muss man die Empfindlichkeit typischerweise auf etwa 3200 ASA hochschrauben. Viel weiter kann man nicht mehr gehen. Das heißt auch, wenn ihr jetzt die Brennweite verlängert, also ein Teleobjektiv nehmt, wie zum Beispiel das, was ich hier habe, 85 mm 1,8, dann geht das nicht mehr, könnt die Empfindlichkeit nicht weiter hochschrauben. Was ihr dann braucht, ist irgendetwas, was der Erddrehung entgegendreht und das ist das hier. Das ist ein kleines Gerätchen, das ist der Star Adventurer Mini mit Wi-Fi und der macht genau das, der dreht die Kamera entgegen der Erdachse. Dazu braucht es noch dieses kleine Fernrohr, mit dem man das ausrichtet auf die Erdachse, damit wir dann richtig entgegendrehen. Eine sogenannte Polwiege braucht es auch noch. Und obendrauf braucht es noch einen Kugelkopf. Ihr habt dann also Kamera, Kugelkopf, dieses Ding, Polwiege und das kommt aufs Stativ. Und das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Ich habe mir damit mein erstes Teleskop aus bestehenden Komponenten zusammengebastelt. Ich hatte eine Vollformatkamera hier. Ich hatte dieses uralte 300 mm 4,0 Teleobjektiv und das geht dann tatsächlich noch auf dieses Teil drauf. Und damit habt ihr ein kleines, echtes Teleskop für relativ wenig Geld. Kostenlos ist das natürlich auch nicht das kleinste Weihnachtsgeschenk. Etwa 380 Euro und dann braucht ihr wahrscheinlich noch einen Kugelkopf dazu, falls ihr keinen habt. Das ist auch nochmal etwa 50 Euro. Und gut zu wissen, man kann dieses Teil auch anders montieren, nämlich so, dass es die Kamera ganz langsam dreht. In Kombination mit Zeitraffer entsteht dann das, was ihr hier im Hintergrund seht. Also, wir sind jetzt total gut ausgerüstet. Wir gehen raus. Es ist Winter, es ist kalt. Wir ziehen Handschuhe an und haben dann ein oder zwei Probleme. Ihr kennt das vom Telefon. Touch funktioniert nicht mehr und auch diese Kamera hat Touch und wir können die kaum noch bedienen. Und damit sind wir bei Geschenk Nummer
7. Fotohandschuhe. Diese Handschuhe hier, die haben zwei Tricks drauf. Zum einen haben sie leitende Flächen auf den Fingerkuppen und damit kann man Touch bei Fotoapparat, Kamera und so weiter bedienen. Und das zweite ist dieser Trick hier. Man kann die wichtigsten Finger vorne aus den Handschuhen rausnehmen und kann damit auch wirklich die ganz kleinen Buttons auf der Kamera oder am Teleskop oder wo auch immer zum Bedienen nutzen. Diese Handschuhe mit unaussprechbaren Namen habe ich euch verlinkt, kosten so um die 40 Euro. Bis jetzt hat sich alles ums Fotografieren gedreht, aber es geht natürlich auch anders. Es geht ohne Fotoapparat und ohne Teleskop und damit sind wir bei Geschenk Nummer 8, Fernglas. Was habe ich hier euch mitgebracht? Zunächst ein richtiges Astronomiefernglas, das erkennt man wahrscheinlich sofort, dass das nichts Normales ist. Das ist ein 20x80 Fernglas, das heißt 20-fache Vergrößerung, das ist richtig viel. 80 ist die Öffnung, das sammelt ordentlich Licht. Was ihr hier auch sehen könnt, sowas könnt ihr ohne Stativ nicht benutzen, aber ein Stativ habt ihr euch ja bereits gewünscht. Presser steht hier drauf, den gibt es unter verschiedensten Handelsnamen. Ist immer der 20x80, ist immer dieselbe Maschine aus China. Dann, das zweite, was ich mitgebracht habe, ist auch ein wirkliches Astronomie-Teil, total anders vom Konzept her. 2,1x45, das macht also nur zweifache Vergrößerung, das ist extrem wenig. Wenn man da durchblickt, sieht das praktisch gleich aus wie mit bloßer Optik. Allerdings, die Öffnung 45, das ist, was den Unterschied macht. Es sammelt Licht wie verrückt. Das heißt, wenn ihr jetzt beim Weihnachten zum Beispiel in den Himmel hochguckt, 20 Sterne seht, dann nehmt ihr das Ding, dann seht ihr plötzlich 200 Sterne. Richtig faszinierend. Ich mag dieses Teil. In beiden Fällen kostet es so um die 200 Euro. Das Riesenteil 200, das kleine 200. Und was gibt es am Himmel zu sehen? Egal, was ihr seht oder tut, es ist äußerst vorteilhaft, wenn man die Sternbilder erkennt. Natürlich schleppen heute alle ihre Apps mit rum, die helfen rauszukriegen, was man sieht. Aber Apps könnt ihr nicht so gut verschenken oder geschenkt kriegen. Deshalb Geschenk Nummer 9, ein Himmelsglobus. Hier findet ihr alle Sternbilder drauf. Ist gleichzeitig noch ein bisschen Denksport, weil man muss sich das vorstellen, dass man innen drin ist und von außen die Sternbilder sieht. Das heißt, ihr müsst euch spiegelverkehren, was da drauf ist, um zu verstehen, was ihr am Himmel seht. Dieser Himmelsglobus leuchtet übrigens im Dunkeln und kostet je nach Modell, es gibt verschiedene Modelle, kostet 50 bis 100 Euro. Fast am Ende, jetzt kommt Geschenkidee Nummer 10 und das ist nochmals ein Buch, nämlich der Was ist was Weltraumatlas. Der ist eher für Kinder oder Teenager, super Geschenk. Da lockt ihr die Kinder vom iPad und vom iTelefon weg oder auch für Anfänger. Was haben wir hier drin? Ziemlich gut, deckt alles ab. Universum, Sonnensystem, Galaxien, der ganze Rest und dann geht es in die Sternbilder rein. Das sieht dann ungefähr so aus. Ein breites Spektrum an Themen, wirklich gut aufgemacht. Das ist auch alles neu und frisch. Die zweite Hälfte des Buches sind dann eben die Sternbilder. Widder zum Beispiel, Perseus. Man erfährt auch vieles über die Hintergründe bei den Sternbildern und wie die aufgebaut sind. So, 10 Geschenkideen habt ihr jetzt gekriegt. Ich hoffe, das ist genug Inspiration, damit ihr wisst, was ihr kaufen wollt, um es zu verschenken oder um euch beschenken zu lassen oder einfach um euch selbst was zu kaufen. Hat euch dieses Video gefallen? Thumbs up, danke fürs Zusehen und bis bald wieder.